Ein kleines Update, Tag 3 hier in Bagonicak, in unserem Haku in Westungarn. Ich erinnere mich an gestern Abend. Wir hatten in unserem Seminar Metaphysik heute, also was Neuspirituelles und Metasoziologisches, hatten wir eingebaut meinen Roman Chai and Baklava. Der Protagonist Wald Güner, der gibt sein eigenes Kapitel, heißt House of Dreamworks. Und da erzählt er als inspirierter Mensch, was er mit all seinen Ideen anfängt. Denn wenn man viele Ideen hat, fragt man sich, was macht man damit? Ja? Selber kann man ja das Wenigste realisieren. Und die Problematik ist ja auch die, dass man Ideen sehr schwer verkaufen kann. Ne? Wenn ich eine Idee habe, wer soll mir was dafür geben, wenn er die Idee ja noch gar nicht kennt? Und wenn man ihm die Idee gibt, warum soll er dann noch was zahlen, wenn er sie eh schon im Sack hat? Und da hat der Wald Güner eine Ausstellung kreiert und eine Lösung geschaffen, mit dem Titel House of Dreamworks. Und wie hat er das gemacht? Übrigens war das eingangs eben eine Erzählung, dieses Kapitel aus Chai und Baklava, um zu zeigen, wie die Stiftung George Grow, wie wir mit unseren Ideen umgehen. Einerseits die Ideen, die in den Büchern des Lebens geparkt sind, also frei zugänglich, und andererseits die Ideen, die wir laufend entwickeln. Wie gehen wir damit um? Versuchen wir sie am Markt zu verkaufen, ja, ein Funding zu etablieren oder solche Internetplattformen, Funding-Plattformen in Anspruch zu nehmen? Oder wie machen wir das? Und der Wald Güner hat es uns vorgezeigt mit dem House of Dreamworks. Er hat seine Ideen Luftschlösser genannt, weil er wusste, er kann sie nicht verkaufen. Es sind Luftschlösser, und so hat er sie symbolisch in Modelle, also einerseits real, wenn es um Architektur gegangen ist, oder halt wenn es um geistige Sachen oder ideelle Dinge beziehungsweise politische Konzepte, politisch jetzt nicht, aber halt Kulturkonzepte, hat er sie in Modelle gebaut aus Gips, und diese Modelle hat er unter die Decke gehängt der Ausstellungsräume. Die Luftschlösser sind oben gehangen und man konnte sie nur von unten sehen. Es sind viele Besucher gekommen, die haben alle so von unten hinauf gesehen. Ja. Irgendwie kann man was erkennen, irgendwie bekommt man eine Idee. Es wurden Industrielle auch eingeladen, Unternehmer, es wurden Entwickler eingeladen. Es gibt in der Industrie Leute, das sind die nach Nischen suchen, um den Absatzmarkt zu erweitern. Die haben sich da herumgetrieben und haben sich die Modelle angesehen. Und der Wald Güner ist zwischen ihnen durch und hat beobachtet und hat dem einen oder anderen dann halt noch eine weitere kleine Erklärung oder einen Hinweis, einen Tipp ins Ohr geflüstert. Ja. Und so ein Modell wurde schon um 45.000, also mindestens, glaube ich, 30.000 Dollar verkauft. Und ja, er konnte sie ja auch am Strick teilweise herunterlassen, dass man noch ein bisschen mehr sieht, und wurde sie dann gekauft, die Idee. Dann war auch eine Beschreibung, also Projektplan, in diesem Gipsmodell drinnen, und der Käufer konnte sich die nach Hause nehmen. Alles ein wunderbares Projekt, er hat auch einiges verkauft, nur die Problematik ist, es hat in kürzester Zeit 3 Anschläge gegeben gegen diese Ausstellung House of Dreamworks. Es wurde entglast, es wurde beim letzten Mal sogar Feuer gelegt. Der Wald Güner hat die Schnauze voll gehabt. Ja. Die Kosten haben den Aufwand überstiegen. Er hat sich ja noch zusätzlich zum Aufwand, muss man ja sagen, er hat als inspirierter Mensch, ja, als neu religiöser Mensch, hat er sich ja
hat er die Inspiration so stark angezapft. Wir lesen auch in Giant Baklava, wie das möglich ist, dass man sich da mit dem Kosmos, mit dem göttlichen, lebendigen Universum einklingt, dass man inspiriert wird. Und diese Quelle hat er so stark angezapft gehabt. Und er konnte auch nicht loslassen. Er hat den Schlaf ausgedehnt auf 18 Stunden am Tag. Er hat die Ideen über Träume empfangen. Und er hat geträumt, geschlafen, geschlafen. Ja. Das, auch das ist aufwendig, das alles dann niederschreiben, so lange schlafen und dann auch noch das Ganze realisieren. Er war zutiefst enttäuscht, also selbst diese ausgeklügelte Idee mit dem House of Dreamworks hat nicht funktioniert und deshalb ist er aus dem Land gegangen. Das Schicksal hat ihn dann nach Indien bis nach Kaschmir getrieben, wo er dann seine Liebe, auch Herausforderungen, und auch gefunden hat, worin seine Aufgabe eigentlich besteht. Und in dieser Aufgabe stehen wir eigentlich als Foundation und wir sagen, nein, wir geben die Ideen frei raus. Ja, wir brauchen da keine großen Ausstellungen, wobei das Projekt ganz nett ist, aber wir geben die Ideen frei weiter. Wir sind inspiriert, wir schäumen von Ideen über, unser Fundus ist übervoll, er quillt aus allen Öffnungen. Wir geben die Ideen frei raus, zunächst einmal in den Büchern des Lebens. Und wir sind für euch und eure Zukunft da. Das ist die Foundation George Grow. Und dass dieses House of Dreamworks so gut angekommen ist, als als Hochburg der Luftschlösser, das gibt uns auch noch zu denken über. Gestern sind die Seminarteilnehmer hier gesessen und haben überlegt, wie man sowas realisieren kann und ob das die Leute interessiert. Es ist ein großer Spaß und mehr dazu in den Büchern des Lebens. Chai und Baklava, ein wunderbarer Liebesroman, auch Abenteuerroman und natürlich Erlösungskomödie.